Freunde, jetzt da sind wir schon mit der ersten Episode von FIFA Ultimate Team, meine Freunde. Wir starten jetzt rein. Und ach, auch Lust auf Food, Erfolg freigeschaltet, gerne. Wir haben Lust auf Food, wir sind da, wir sind heiß, wir sind fettig. Ja, ich bin geil auf das Spiel. Das, was ich, habe ein Video hochgeladen, wo wir ein bisschen sehen. Oh, da kriegen wir alles freigeschaltet. So, benenne deinen Verein, indem du den Vereinsnamen änderst. Will ich aber gar nicht. Was, wenn ich das gar nicht will? Nein, ich will es doch gar nicht ändern. Okay, dann machen wir einfach noch das O groß. FIFA to go. Abkürzung ist F. To G. Ihr werdet auch in dieser Episode das gute Zeuglein sehen mit meinem neuen Team. So, und wir sind jetzt hier mal gerade haben sehen, dass wir 4000 Coins haben. Und ja, ich bin gleich wieder da. Ich muss jetzt hier kurz mal schnell rüber. Bam, bam, damit ihr nicht die Mannschaften seht. Boah, war das knapp. So, Transfers, was haben wir denn hier? Transferliste, Kandidatenliste, Transferliste. Da habe ich, glaube ich, einen verkauft gerade. Ja, den Buschetti für 850 Coins. Und was haben wir hier noch auf den Kandidatenliste? Was läuft da? Haben wir beide verloren. So, gut, Freundchens. Ich stelle euch jetzt gleich meine Mannschaft vor. Goldspieler suchen, Hertha. Ich dachte, ich kriege jetzt eigentlich so diese Goldsets, die ich mir gesichert hatte durch die Vorbestellung. Anweisungen noch nicht. Stellen Sie mit der Ex-Ende Breit-Internet. Eigentlich sollte ich ja jetzt 4 Goldsets kriegen. Melden Sie es bei Ihrem Microsoft-Konto an, drücken die silbergrüne Xbox-Guide-Taste, navigieren. Ha. Die sollte man jetzt eigentlich eingeben. Das Xbox Live-Codes. Wo gebe ich denn das ein? Das ist die Frage. Hier steht jetzt drücken, dann Games. Wo sind hier Games? Code einlösen steht da unten. Vielleicht müssen wir das machen. Machen wir mal Code einlösen. Ich bin da, wenn ich den Coach rapide eingelöst habe. Bis dann und chill. So, Freundchens, da sind wir wieder. Ja, ich habe mir die 4 Dinger jetzt runtergeladen. Ich habe rausgefunden, wie es geht. Man muss sich runterladen. Ich zeige euch nochmal, was hier so gibt. Ist das schon das neue Team der Woche? Nein. Online Einzelspieler gibt es noch. Spieler gegen Freund. Das wollten ja alle wieder, dass diese Online Einzelspieler zurück. 10 Ligen gibt es jetzt. Oder gab es schon davor 10 Ligen? Ich bin gerade völlig durcheinander. Ja, und bevor wir jetzt diese 4 Sets öffnen, stelle ich euch meine Mannschaft vor für FIFA 14 Ultimate Team. Und ihr seht es vielleicht gleich jetzt schon. Zack, unten auf der Bank habt ihr es vielleicht ganz kurz gesehen. Es wird ein Bundesliga-Team sein. Ich dachte mir, komm, wir fangen mal im Standard an. Im Standard, und mit dem Standard meine ich halt Bundesliga. Wir leben hier in Deutschland und da können wir vielleicht am besten dazu so, ja, einen Bezug haben, wenn wir dann auch mit einer deutschen Mannschaft anfangen. Es soll in FIFA 14 ganz, ganz krass sein, dieser Unterschied zwischen Bronze und Silber und Silber und Gold. Also ein Goldteam soll wirklich deutlich besser sein, weil es einfach mehr auf diese Basiswerte wie Übersicht, Pass und Schuss ankommt. Ja, und ja, die Auswechslung ist ganz wichtig, weil, wie wir alle wissen, gibt es keine Formation-Cards mehr. Somit kann ich jetzt einfach irgendwann die Formation wechseln. Wenn ich dann genug andere Spieler auf der Bank habe, geht das ganz flink. Auf der Bank haben wir erstmal einen Rodriguez, der ganz gute Werte hat. Blechleiter zählt da nicht wirklich, weil der ist zweite Liga. Das ist ein Bundesliga-Team. Raubobadia, Krupke fürs Zorn, links Vukcevic, rechts Bellarabi, Z in Verteidigung Caldirola, rechts Postbeck und im ZDM Bayer. Und in der ersten Aufstellung, so, gucken wir sogar gleich mal rein, haben wir erstmal im Tor den guten Heinz Müller, der beste Torwart eigentlich, glaube ich, in der Bundesliga, der beste Silbertorwart ist er. Mielitz ist der Einzige, der gleiche Werte hat, der ist aber deutlich schlechter bei den wichtigen Hechtsprungreflexe und Positionsspiel. Rechts haben wir Timothy Chandler, der auch sehr gut ist, gefällt mir am meisten. Er hat 81 Pace, 70 Dribbling, 74 Defensive, 72 Kopf, 72 Pass. Sehr starker Spieler. Und dann kommt halt die Bombenverteidigung. Erstmal mit dem guten Leukemia, dem absoluten Monster, dem Zerstörer. 71 Pace und 93 Stärke. Daneben haben wir Felipe, den ich dann nur reingesteckt habe, weil er eine hohe defensive Arbeitsrate hat. Und somit haben wir dann ein bisschen was in der Defensive. Fitnessbewertung? Ja, ich weiß schon, was das ist. So. Fitnesswert, hat nur eine hohe defensive Arbeitsrate und somit bleibt er immer hinten, was sehr, sehr gut ist für die Mannschaft, weil die Außenverteidiger, und dazu gehört auch Bönisch, haben eine hohe offensive Arbeitsrate, das heißt, die sind immer vorne. Ich habe dieses Team sehr auf Stärke basiert. Ich habe immer die stärksten Spieler genommen, die es auf der Position gibt. Im linken Mittelfeld haben wir Enes Benatira, da gäbe es halt noch S-Wein, der war aber Abstand zu teuer. Enes Benatira ist in dem Spiel sehr, sehr gut, sieht der da gut aus.
80 Tempo, 77 Dribbling, 69 Schuss, 68 passend, sehr gute Werte. Und dann halt dann noch diese Hammer 4-Sterne-Skills, 4-Sterne-Spezialbewegungen, die das wirklich, wirklich nochmal einen Kick geben. Das Mittelfeld ist vollkommen härter, weil rechts haben wir den guten Sammy Alagui. Den habe ich dann nur reingetan, weil ich mir Obasi nicht leisten konnte. Hat ganz ordentliche Werte, jetzt nicht die besten, aber war halt auch der stärkste auf der Position wieder. Die anderen hatten alle irgendwie 40 Stärke und waren zwar schnell, das hat aber nicht viel gebracht. Im ZDM haben wir einen absoluten Abräumer mit Peter Niemeyer. Der Typ bringt 86 Stärke auf die Waage und ist damit mit Abstand der stärkste ZDM. Und hat auch eine hohe defensive Arbeitsrate, das heißt, er sichert da hinten nochmal ein bisschen ab. Und in der Offensive haben wir Baum Johann, da gibt es noch Maxim, der besser wäre. Aber ich wollte hier auch ein bisschen gute Chemie raushauen. Wie ihr seht, kriegt hier der gute Niemeyer und der gute Baum Johann 10 Chemie. Im Sturm haben wir zwei Tanks, einfach mal den Modest reingehauen. Hier weiß ich nicht, ob ich Modest spielen lassen werde oder Bobadilla, der auf der Bank ist. Die sind eigentlich von den Werten genau gleich her, wenn wir das mal angucken. Modest hat Vorteile halt im Tempo, im Pass und im Kopfball, während halt Bobadilla in den zwei wichtigen Werten Schuss und Dribbling hat. Also es könnte auch genauso gut so rum sein oder halt auch die beide im Sturm und dafür den folgenden Mann rausnehmen, und das ist Daniel Ginczek, der auch sehr gut aussieht von den Werten her, hat halt leider nur 68 Schuss, was sehr schade ist, aber das ist das Team, mit dem wir in FIFA 14 Ultimate Team starten werden. Wir werden aber versuchen, so schnell wie möglich Einsprung zum Gold Team zu machen, wo ich auch schon was in der Hinterhand habe, beziehungsweise wo ich mir schon was überlege. Ja, das ist das Team. Es ist ein sehr, sehr körperlich starkes Team. Das heißt, es wird sehr schwer, die zu outpacen. Aber wie gesagt, wir wollen sehr schnell diesen Schritt machen zu den Gold-Teams. Das heißt Gold-Teams, zu den Gold-Teams. So, und jetzt gucken wir uns erstmal die Sets an und kaufen die uns auch gleich. Das heißt, kaufen uns die. Wir haben ja 4 bekommen, weil wir hier, ja, dieses Starter-Set haben. Wir fangen mal an mit dem guten Messi, weil wenn wir anfangen, dann fangen wir groß an. Nachschub für meinen Verein. Lionel Messi, gib uns einen Schlingel, gib uns einen Bengel. 10.000 Coins bitte für mich. Und was kriegen wir? Miralas. Ist der was wert? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, das weiß ich schon. Aber der hat gute Werte und spielt bei Everton. Das heißt, vielleicht wird der was wert sein. So, die Verträge stecken wir jeden Tag ein. Und 2000 Coins, das nehmen wir natürlich ganz gerne mit. Dann auch noch 2 Fitnesskarten. Ja, nee, die hat's in sich, dieses Pack. Das war ordentlich. Rechts außen zu rechts können wir mal anbieten. Ja, mein Gott, ich hab zockt nicht FIFA zum ersten Mal, Freundchen. Preisvergleich. Aha, das ist ja geil. Man kann jetzt einfach reingehen und direkt gucken, was die wert sind. Und dann geht's zurück zu dem Bildschirm, wo ich es reinstellen kann. Oder jetzt macht's erstmal gar nichts. Jetzt kommt's wieder. Das ist ja geil. Das habe ich noch nicht gesehen. Senden. Das ist richtig geil. So, ein Basic Torwart Chemiestil. Das bringt auch nichts. Das weiß ich. Den machen wir mal in Verbrauchsobjekte. Vielleicht wollen wir es noch. Das hier behalten wir. Objekt einlösen. Ganz klar. 2000 Coins. Reflexe können wir einfach mal anwenden beim guten Heinz Müller, weil wir es können. 89 hat er jetzt fürs erste Spiel, wer weiß, was das bringt. So, den können wir einfach mal anbieten auf der Transferliste. Ich werde jetzt einfach mal hier alle draufpacken und dann gucken, wie viel die wert sind. Miralas habe ich keine Ahnung. Der könnte vielleicht ein bisschen was wert sein. So, dann haben wir das auch sehr schön aufgebraucht. Dann wen nehmen wir als nächstes? Ich denke an einen. Nee, das ist nicht toll. Ich will geile Spieler. Teure Spieler ist gleich teures. Teure Spieler sind gleich teure. Teure Spieler auf der Cover sind gleich teure Spieler in den Packs. Messi haben wir schon mal, der hat uns enttäuscht. Falcao will ich und Falcao kriegen wir. Falcao, Baby, du bist da, du bist mein Man. Enttäusch mich jetzt nicht, ich habe dich ausgesucht, weil du teuer bist. Das heißt, du gibst mir auch einen teuren Spieler. Das ist doch Standard. Bruder, was gibst du mir? Einen seltenen Spieler, der gut ist. Oh, dann gibt er mir im Ernst Munier. Krank. Und Moisander, den kein Schwein. Super. Aber wenigstens 3 Fitnesskarten, wieder gesagt, die sind auch sehr viel wert. Beziehungsweise werden sehr viel wert sein und auch sind für den Verein, für uns sehr viel wert. Heilung, ich weiß jetzt nicht, ob es Verletzungen gibt, aber es behalten wir mal. Geschwindigkeit für den Torwart wenden wir auch wieder an, weil wir es können. Kannst nur auf einmal. Ne, ist ja scheiße. Kann nur eins auf einmal in den Verein einfach. Und Gang kommt auf die Transferliste. Vielleicht will das einer. So, ihr kommt alle. Was hat denn der für Skills? Nix. Auf die Transferliste. Kann man hier Preisvergleich machen? Geht es? Nein. Schade, wenn es bei den Spielern Preisvergleich geben würde, das wäre geil. Und so, nein, das sieht ganz okay aus. So, das war's auch. Das heißt, wieder nix. 2 Packs haben wir noch. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal den, der kommt. Vielleicht ist das Schicksal. David Alaba, der deutsche Mann. Der Österreicher, aber der in Deutschland spielt. Gib mir jetzt einen guten. Bayern München, du tust für mich. David Alaba, der Außenverteidiger mit den Skills. Baby, gib mir was Gutes. Scholloi, der ist nichts wert, ne? Dann kriegen wir auch noch 2, 1 Silberdings. Meine Fresse, das läuft ja gar nicht.
Das läuft noch gar nicht, Freunde. Da sind gar keine guten Packs dabei. Heilung Kopf nehmen wir einfach mal mit, weil wie gesagt, alle Attribute 10. Oh, Butterfogo. Oh nein, ich dachte, das Wappen. Schade. Schade, ich dachte, das wäre das Wappen. Und die haben ja ein geiles Ding. Das tun wir auch mal auf die Transferliste. Vielleicht ist das was wert. Das da können wir auf die Transferliste auch packen. Auf die Transferliste. Dawson auf die Transferliste. Scholoi auf die Transferliste. So, dann kommen wir jetzt auch zum Ende. Zum letzten Pack. Wir sind schon bei 8 Minuten angekommen. Und nehmen hier jetzt den El Charavi. Nicht dich. Wir wollen den Charavi mit den geilen Haaren. Auch nicht Falcao. Der hat mich schon mal enttäuscht. El Charavi. Macht jetzt El Charavi. Macht jetzt uns ein Tor. Ich guck nicht hin. Vielleicht bringt das Glück. Ich guck nicht hin. Ich weiß jetzt nicht, wann es fertig sein wird. Ich guck einfach nur mal oben links. Jetzt öffnet sich's gerade. Ich sehe das Pack nicht natürlich. Und jetzt hat der Spieler gerade angezeigt. Es öffnet sich und wir haben Benaglio. Zwei Bundesligaspieler immerhin. War ja auch nichts Gutes von diesen Packs zu erwarten, ne? Obwohl manche da auch schon Informs gezogen haben. Habe ich so gehört. Das munkelt man sich so. Mann, ich dachte gerade, das wäre deutsche erste Liga. Das wäre natürlich geil. Und ich glaube, das ist nichts wert. Das hier, Standard Liège. Aktivieren wir mal. Das sieht ganz nett aus. Manuell zuweisen möchte ich die. So. Den wollen wir nicht. Doch, man muss ja den Ball ändern. Das ist doch ein Ding. Das ist nicht eine Aufgabe. Ja, das ist eine Aufgabe. Hellas Liga, so, der kommt mal. Nein, das sollte eigentlich auf den Transferliste. Transferliste und Benaglio. Transferliste. Und du wirst abgestoßen, Freundchen. Haben wir das alles geschafft? Das war's von der ersten Episode von Ultimate Team. In der nächsten geht's dann auch richtig los. Wir sehen hier, wenn wir hier auf Foodzentrale gehen, dass man hier einen Startpokal machen kann, wo man dann Turniergeld, Preisgeld, 500 Münzen, Beginnerpokal, ein Mein Verein-Set, Amateur ist das, Mittelland-Englands-Turnier, Einladungsturnier und dann der Gold-Challenge auf Profi, kriegt man 1000. Wir werden mal sehen, was wir so machen. Online-Turniere gibt es auch schon, nein, gibt es nicht. Was gibt es noch so hier Neues? Sonst gibt es das hier, Team der Woche, Transfererlös. Ach so, okay, da bin ich sogar Dritter, nicht schlecht. Dann können wir hier Einzelspieler, Team der Woche, sehen wir da. Mannschaft haben wir hier, dann haben wir den Job, das ist auch nichts Neues, Transfers. Dann am Ende mein Verein. Das passt alles. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn es wieder Road to Glory Episode 2 ist. Bis dann, bleibt frisch, bleibt sexy. Ciao.